Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur zweiten Folge vom FIFA 13 Karrieremodus mit Torquay United. Heute erwartet uns unser zweites Testspiel gegen Sedan, auch ein französischer Zweitligist. Und bevor wir mit dem Spiel anfangen, würde ich mich ganz kurz mal genau den Transfers widmen. Und zwar, welchen Spieler können wir denn eventuell verkaufen? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Da müssen wir ganz kurz mal den Positionen ordnen. Dann werden wir sortieren, okay, auf X. So, also. Wir haben 4 Stürmer. Das ist eben, wenn wir mit einer Spitze spielen, ein bisschen viel. Sullivan, ne? Ist nicht schlecht. 19 Jahre alt, den würde ich vielleicht erstmal wegleihen. Und zwar für die ganze Saison. So. Verleihen Saison, genau. So, dann. Dafür haben wir eben hier im Mittelfeld zu wenig Spieler, meiner Meinung nach, im Zentralmittelfeld. 2 Defensive, da wir bräuchten auch auf jeden Fall einen Offensiven. Da würde ich dann vielleicht noch transferlich tätig werden. Rechts haben wir genug, vielleicht einen Right Forward zu viel. Da würde ich Thompson, der ist 18 Jahre alt, auch nochmal verleihen. Mal schauen, ob der dann gut wiederkommt. Danach können wir ihn immer noch verkaufen. Zu viele Links-Mittelfeldspieler auf jeden Fall. Wir haben generell einen relativ jungen Kader, fällt mir auf. Da können wir vielleicht hier, den brauchen wir nicht, Haupen verkaufen. Den verkaufen wir einfach mal. Auf Transferliste setzen. Wenn nachher nichts draus wird mit dem Transfer, können wir ja auch einfach den Vertrag auflösen. Erstmal versuche ich es immer gerne auf die nette Tour, nämlich auf die Transferliste. Rechtsaußenverteidiger haben wir ein zu wenig meiner Meinung nach. Da können wir fast nur bei den Linksmittelfeld einen zweiten verkaufen. Baker. Den verkaufen wir auch. Hallo? Transferliste? Ach, kürzlich zu Verein gestoßen. Aha, okay. Den hat sich Torquay gerade erst gekauft, warum auch immer. Morris. Bodin, die waren aber gut irgendwie. Ne, gut, dann behalten wir sie doch nochmal. 4 Innenverteidiger, da sind wir auf jeden Fall gut mit dabei. Und 2 Torhüter. Also, was müssen wir kaufen? Rechtsverteidiger und Zentraloffensiv-Mittelfeldspieler. Weil wir da nicht genug Optionen haben. Und dann erstmal würde ich es so behalten. Unser Kader ist vielleicht momentan ein bisschen groß, aber wir haben ja noch Zeit. Die Transferperiode dauert noch ein bisschen an. Also, Spieler kaufen. Positionen machen wir erstmal den Mittelfeldspieler. Da können wir leider nicht offensiv auswählen, da müssen wir einfach mal gucken bei den Ergebnissen. Gesamt wollen wir ja so zwischen 55 und 65. Maximaler Marktwert. Machen wir 250.000. Wir wollen ja noch Geld für unseren Rechtsverteidiger. Maximal Gehaltswert 1000. So, das reicht erstmal an Angaben. Mal gucken, was uns da so angeboten wird. Gut, es sind zu viele, also können wir noch ein bisschen präzisieren. Vielleicht Transfer auf der Transferliste. Da ist dann überhaupt niemand, okay. Sekundäres Attribut, das wäre vielleicht. Was brauchen wir denn als Zentraloffensivspieler? Übersicht bin ich der Meinung nach, weil da die. Na, Ballkontrolle fast sogar mehr. Ballkontrolle. Da wollen wir. Ballkontrolle soll er 70 mindestens haben. Gucken, was sich da so finden lässt. Gut, die sind alle relativ alt, aber so 28 oder sowas würde ja sogar noch gehen. Und ist sogar ein zentraler Offensiv-Mittelfeldspieler. Preis ist auch alles gut. Und aussprechbar ist er auch. Da will ich auch mal drauf achten, dass ich nicht so einen Spieler habe, den ich gar nicht aussprechen kann. So, also Hector Font, das ist doch mal gleich ganz gut. Ohne auf die anderen zu gucken. Scheint mir gleich eine ganz gute Wahl, vor allem einer der wenigen Zentraloffensiven, die es hier gibt. Im Verein seit 2012, das heißt, wir können den gar nicht richtig kaufen, oder wie? Kontaktieren für Kauf, so machen wir jetzt erstmal. Angebotene Ablöse machen wir. Na, machen wir erstmal 230, oder? Ne, 240, so. Was soll das jetzt heißen? Ach so, man kann auch Tausch anbieten oder so, okay. Ne, wir machen es erstmal so, zack. Ich glaube, da stand gerade irgendwas. Dass wir den gar nicht kaufen können, weil der gerade zu seinem Verein gestoßen ist. Natürlich schade.
Hier wäre noch eine Ashur. Gut, also Ashur ist zwar ist jetzt unsere zweite Wahl, okay, weil der ist noch relativ jung. Und der Preis stimmt auch, also auf Wunschliste setzen. So. Aber ja, er ist noch nicht Hector Font, aber der wird wahrscheinlich nicht kommen, weil er gerade zu seinem Verein gewechselt hat. So. Genau. Zack, zack, zack. Können wir uns nicht alles durchlesen hier, was da alles kommt. Und da kommt noch ein Ergebnis wegen Font vor dem Spiel. Ja. Ist nicht verfügbar, okay. Was ist das hier? Achso, das haben wir zurückgezogen. Nee, nicht neues Angebot unterbreiten. Da gehen wir mal zu unserer Wunschliste. Da haben wir Ashur drauf. Von Dijon. Der ist auch im Verein seit 2012. Ach so. Aber da steht, meine Geschäftsführer, da müssen wir mal drauf achten, was hier oben steht. Sieht sogar ganz realistisch aus. Dann werden wir mal anfragen. Rotationsspieler. Ja gut, ist auch egal. Also, anfragen. Bitteschön. Und dann habe ich sogar ganz vergessen, hier unseren Rechtsverteidiger noch anzufragen. Also, machen wir mal zurücksetzen. So, Position Rechtsverteidiger. Def und RV. Da hatten wir jetzt noch ungefähr 100.000 übrig, ne? Machen wir mal maximal Marktwert 100.000. Was da jetzt noch so kommt. Gehaltswert auch 1.000. Der andere hat ja auch 1.000 gekostet. So, mal gucken. Erstmal nur so. Ach Mist, ich hab die Dingens. Ja gut, gucken erstmal. Wir machen mal Alter maximal 30. Weil ältere Spieler will ich mir sowieso nicht holen. So, mal gucken, was da jetzt noch übrig bleibt. Was Bezahlbares. Stephen Kinney, der sieht doch ganz gut aus hier, von Chicago. Kim Hansup, den will ich haben. Christian, ist nicht der, den ich dachte, der von Fenerbahce. Was sagt denn hier der Geschäftsführer? Vielleicht ein bisschen teuer. Nee, 100.000 geht eigentlich. Kontaktieren für Kauf. Kenny hat noch keinen langfristigen Vertrag unterschrieben. Okay, wir können ein Angebot zwischen 48.000 und 72.000 unterbreiten und den Verein überzeugen. Dann machen wir das doch glatt, wenn er das sagt. Machen wir 60.000. Okay. Zack. Angebot absenden. Ja, die Stiftanimation gefällt mir. So, Dankeschön. Das war's jetzt erstmal mit Transfers und dann geht's gleich los mit unserem zweiten Spiel. Talk United. Und das dritte Spiel würde ich dann dazu nutzen, unsere Neuzugänge zu testen. Wenn sie dann bis dahin hoffentlich da sind. So, was ich machen wollte. Zweiter Torwart austesten. Dann wollte ich vielleicht mal einen anderen Stürmer reinmachen. Und einen anderen Innenverteidiger auch noch. Was haben wir hier noch? Sullivan, den haben wir auf der Liste. Den brauchen wir sowieso nicht. Ja. Vielleicht noch Budin für Craig am Anfang rein. So. Und los geht's. Sedan. Sedan wird's ausgesprochen. Elfmeter Silberlevel. Ach ja, da komme ich immer nicht weiter bei diesen doofen Kisten hier. Nee. Da muss man wirklich ganz präzise sein. Aber das treffe ich wahrscheinlich sowieso nie. Genau. Ist halt schwer. Na, zu unpräzise. Okay, lassen wir es. Da muss ich noch ein bisschen üben. So, ich lasse kurz hier die Einlauf-Animation und dann überspringe ich. Diesmal spielen wir auswärts. Mensch, wenn der so gut dribbeln könnte. Start Municipal, okay. Ja, immer neue Einlauf-Animation, das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Wieder unsere lieben Main-Kommentator 0 und Color-Kommentator 0.
Okay, los geht's. Die Kameraperspektive wurde noch gespeichert, das ist sehr gut. Lead bitte. Budin. Ja. Vielleicht erstmal ein bisschen langsamer anfangen. Und da hören wir gleich unsere englischen Fans mit ihrer typischen Melodie. Das hat was, die hat fast jede Mannschaft, diese Melodie. Erste Chance. Und der Torwart Le Bihan hat halten können. Mal gucken, ob Sedan etwas schwerer wird als Châteauroux. Nein, das ist kein Irrtum. Wir spielen immer noch in der englischen Liga, aber wir haben jetzt gerade zwei französische Testspielgegner hintereinander. Für die, die gerade erst dazuschalten. Hier sind nicht beim Fernsehen. Wichtig, wichtig. Oh, wie kann ich denn das verspielen? Ich wollte da nach oben abspielen, aber Mann, also diese Gretchen, die gefallen mir echt. Wie kann ich das verspielen? Geht gleich gut los. Jetzt waren wir wirklich ein bisschen schlampig mit unseren Chancen. Das muss besser werden. Aber der Eindruck ist auch schon mal wieder sehr gut. Das lässt mich wirklich nachdenken, ob wenn ich dann auch bald auf Weltklasse schalte. Mal gucken, wenn es zu einfach wird. Nee. War der sogar noch abgefälscht? Weiß ich gerade gar nicht. Es leckt ganz leicht, aber nur ganz, ganz leicht. Merkt man kaum. So. Also unsere Spieler sind echt gut im Ball erobern. Und das ist ein guter Pass auf Macklin. Schlecht angenommen. Nicht so schlimm. Flanke in die Mitte. Wer da vorbeispringt. Peinlich. Na, die Flanke war halt nicht gut, ne? War vielleicht ein schwacher Fuß oder so. Keine Ahnung. Und jetzt kommt Sedan. Rächt sich das, dass wir so schlampig mit unseren Chancen waren. Nein. Gerade nochmal Schwein gehabt. Rice, unser Ersatztorwart, ist zur Stelle. Bodin. Easton. Lefrop. Nee. Unpräziser Pass. Und Sedan kommt. Wir hätten echt unsere Chancen nutzen sollen am Anfang. Ja, das war nicht so beabsichtigt, aber es hat geklappt. Sehr schön. Ball auf die andere Seite, aber der ist zu lang für Budin. Schade. Mensch. Unser einer Spieler da, Bonn oder so, ist schon fast wieder. Nee, Budin war das. Bonn. Ist schon fast wieder im Arsch. Naja. Hoffentlich erholt er sich da ein bisschen. Die Ausdauer könnte auch ein Problem werden. Ich weiß noch aus meinem Karrieremodus, weil ich war 12 mit dem Viertligisten. Hatten die immer dauernd Krämpfe. Also die sind immer dauernd krepiert auf dem Platz. Und hoffentlich wurde das bei FIFA 13 ein bisschen geändert, weil das ist natürlich nicht realistisch. Nur weil es ein Viertligist ist, dass dann da wirklich drei Spieler pro Spiel immer sich verletzen. Ah, wenn er durchkommt. Wenn er durchkommt. Aber wir haben noch den Ball auf ihn. Ah, das ist wieder ein bisschen zu lang. Schade. Aber wir sind alles in allem, denke ich mal, die bessere Mannschaft. So, das ist Zar. Diesmal rennen sie vorbei. Aber jetzt haben wir ihn wieder. Mann, Profi kommen mir echt relativ leicht vor irgendwie gerade. Naja. Nee. Das habe ich schon beim Pass gespürt, dass das nichts wird. Jarvis. Durch die Mitte mal wieder. Vielleicht ein kleiner Trick. Jawohl. Und er steht im Abseits. Wurde nicht gepfiffen, weil er nicht am Ball gekommen ist. Aber das war meiner Meinung nach Abseits. Bodin. Menzel. Ah, oh, nicht zu dem, nicht zu dem. Zack. Ja, ich grätsch gerne. Ich grätsch gerne. Und ich muss sagen, ihr könnt euch gerne beschweren. Aber ich muss sagen, die Grätschen haben uns schon oft sehr gut geholfen. Ich meine, wenn ich wenigstens schlecht grätschen würde, wenn die Grätschen immer ins Leere gehen würden und dadurch ich mal Gegentore kassieren würde, dann okay, aber bisher war das Grätschen ja insgesamt relativ erfolgreich. Und los geht's, über rechts. Jarvis durch die Mitte. Lefrop. Und da haben wir Budin, legt sich den Ball zu weit vor.
trotzdem, Torquay bleibt im Ballbesitz. Jarvis. Nee. Da hat er sich festgelaufen. Muss er früher abspielen. Zack, und die Grätsche hilft mal wieder. Ja, gut, dann wieder das First Touch Control. Mann, wir holen uns echt gut und früh die Bälle. Das gefällt mir. Bäm! Haben wir ihn, haben wir ihn, haben wir ihn? Nee, haben wir nicht. So. Und wir steuern gerade auf die Halbzeit zu mit einem torlosen Spiel. Und Chaos vor dem Torquay-Strafraum. Konter. Den müssen wir jetzt nutzen. Nee, zu lahm gespielt. Das war zu lahm. Aber wir holen uns den Ball wieder. Sieht gut aus. Das Jarvis Tor. Da ist es doch noch. 45. Spielminute. R. Jarvis. Keine Ahnung. Das müssen wir. Da muss ich auch noch alles lernen. Hier die Vornamen und so. Naja. Jarvis jedenfalls macht er erstmal das 1:0 gegen Sedan in der 45. Minute. Und wieder mal muss ich sagen, das Spiel von Torquay United gefällt mir sehr gut. Nicholson. Ne, das 2:0 werden sie jetzt nicht noch nachlegen in der ersten Halbzeit. Denn jetzt sollte auch langsam abgepfiffen werden. So ist es. 1:0 Halbzeitstand. Ich glaube, so war es auch im ersten Spiel. Mal schauen. Letztes Mal haben wir 2:0 gewonnen. Und diesmal werden wir vielleicht wieder 2:0 gewinnen. Wer weiß. So, ja, hier wieder die anderen Ergebnisse. Sehr, sehr aussagekräftig, ne? Das interessiert uns spätestens dann, oder frühestens würde ich sagen, wenn es dann an die letzten Spieltage geht und es spannend wird, ob wir aufsteigen oder nicht. Da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen auf die Konkurrenz gucken, wie es da gerade steht. Aber ansonsten interessiert mich das nicht so. Das interessiert mich ja noch nicht mal in echt. So. Zack! Und da haben wir, sind wir noch dazwischen gewesen. Aber der Pass ist zu schnell. Der Pass ist zu schnell. Und da leckt es gerade ganz gewaltig. Schlecht, schlecht, schlecht von Lathrope. Oder von wem auch immer. Macklin. Kann jetzt sprinten, durchstarten auf der rechten Seite. Mansell. Oh, da ist noch Lathrope dazwischen. Aber das ist gar nicht schlecht. Da wollte ich sogar noch abspielen. Wie so ein dreistes Kind. Nee, nee, das wird dann nix. Das war irgendwie auch schon klar. Da hätte ich schießen sollen. Oder flanken, aber nicht mit so einem dummen, schlampigen Laufpass da. Was war das denn für eine Abwehrarbeit? Was wollte er denn da machen? So ein Zidane-Trick oder so in der Verteidigung? Okay. Er wollte, glaube ich, nur abschirmen, bin ich der Meinung. Und jetzt Diallo. Na gut, diesmal war die Grätsche zu früh. Muss ich zugeben. Aber diesmal war die Grätsche wieder erfolgreich. Ich liebe es zu grätschen. Und wieder der Pass. Aber diesmal haben wir noch Glück und bekommen den Ball wieder. Jetzt schön ausschwärmen. Läuft gut. Macklin. Auf Mansell. Auch mal die Flanke. Auf den falschen Spieler leider. Makajuf. Bam! Das war ein Foul. Ja, das ist eben das Risiko mal bei Gritschen. Sleety. Kommt in unseren Strafraum. Schlechte Abwehrarbeit. Und da können wir dann doch noch klären. Und warum das Spiel so leckt, keine Ahnung. Hallo? 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 Nein! Müssen wir mal ganz kurz abwarten. Kannst du dich bitte wieder einpendeln? Geld für Lied, bitte. Keine Ahnung warum. FIFA 13. Bist du noch da? Komm, jetzt pendel dich doch mal wieder ein. Dummes Spiel. Ausler. Gut, ich muss jetzt hier sehr leckvoll spielen. Das wird extrem schwer. Oh, und es geht wieder, oder? Geht's wieder? Nein, es geht doch nicht. Ich dachte. Eben gerade gab es einen kleinen Moment, wo es nicht geleckt hat. Das gebe ich mir ganz kurz. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo?
Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Stopp. Ja, 1-0. 65. Minute. Irgendwie protestiert gerade irgendwas. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Was soll ich machen? Ich guck mal ganz kurz, ob da irgendwas... Ja, ich bin gerade ganz kurz aus dem Spielbildschirm raus, ob der Computer irgendwas hat. Nee, hat er nicht. Hier läuft alles. FIFA? Möchtest du bitte starten? Hallo? Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Ich scheiße, ich seh nix. Hallo? Scheiße, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich höre das Spiel, aber ich sehe nichts. Leute, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Ja, bis gleich. So, liebe Freunde, ja, gerade ist, da muss ich leider das Spiel abbrechen, was wir eben gespielt haben. Also, ich konnte es leider nicht zu Ende spielen. Das war natürlich alles nicht gespeichert. Das heißt, ich musste, nochmal bei Anfang dieser Folge quasi anfangen. Und habe jetzt nochmal kurz offscreen alle Transfers und so getätigt. Ich habe nochmal in meine eigene Aufnahme geguckt, was ich da so gemacht habe, genau. Also, ist wieder alles wie beim Alten, bloß, dass das Spiel jetzt noch ansteht. Ich habe bloß gerade ganz kurz, wollte ich euch zeigen, hier, na, laufende Verhandlungen. Genau, hier, Kini hat mir gerade zugesagt. Und zwar den wir angefragt hatten. Da werde ich jetzt mal ganz kurz hier absenden. Also nur damit ihr es seht, ne? Damit ihr euch nicht wundert, warum wir den auf einmal haben. Hier läuft noch die Verhandlung. Genau, das läuft noch. Also machen wir kurz nächste Partie, aber die simulieren wir. Und es ist jetzt im Prinzip egal, ob wir gewinnen oder verlieren. So. Jetzt führt sie doch 1-0, ja super. Ausgleich durch Osler. 2-1. Ja, ist im Prinzip egal, wie die jetzt spielen. Wir wissen, wir haben 1-0 geführt und hätten vielleicht sogar, also wahrscheinlich gewonnen. Jetzt verlieren sie wahrscheinlich. Genau, so sieht's aus. 4-1, oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja, gut. Aber es leckt schon wieder, meine Güte. Ich hoffe, das wird nicht so oft passieren. Na ja, gut. Dijon. Gut. Aschur kriegen wir also auch. Den holen wir uns mal für 4 Jahre. So, es leckt wieder. Aber diesmal werde ich nicht einen Taskmanager starten, weil danach konnte ich FIFA nicht mehr anklicken. Also ganz komisch. Naja. Und dann haben wir ein Angebot für Haupen bekommen, das ist doch gut. Da werden wir gleich mal annehmen, ich guck gar nicht erst drauf. York City, okay. Gerne. So, also nur das ist noch passiert eben, ansonsten ganz normal geht's weiter, bloß dass wir jetzt halt 4-1 verloren haben, aber eigentlich, na gut, wir hätten wahrscheinlich noch 4 Gegentore kassiert, ne? Ganz wahrscheinlich. Also gut, trotzdem danke fürs Zuhauen. Nächstes Spiel gegen Al-Shabaab und ich hoffe, es wird nicht mehr so oft laggen. Also, ciao.